Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute dürfen wir wieder ein sehr interessantes Evangelium betrachten. Das Wort ist so tief, dass wir uns immer belehren lassen dürfen. Wir sind alle Schüler Gottes. Das ist so wichtig in der Nachfolge Jesu Christi. Er ist jetzt gekommen in der Fülle der Zeit und hat durch Jesus gesprochen. Und er ist letztlich der Lehrer, indem wir, wenn wir ihn hören, den Vater hören. Wenn er mich hört, hört er nicht mich, sondern den Vater. Also werden alle Schüler des Vaters sein. Dass wir auf den Vater hören, auf den Vater der Wahrheit, nicht der Lüge. Den Vater der Wahrheit, auf den Vater, der vollkommen ist, auf den Vater, der gut ist und auf den Vater, der uns den Erlöser schenkt und das wieder gut macht, was wir durch die Sünde schlecht gemacht haben, damit wir wieder zu ihm kommen können, weil in der Gemeinschaft zu ihm und in der Gemeinschaft mit ihm kann keiner leben, der nicht vollkommen ist, der nicht gut ist und der die vollkommene Liebe in sich trägt und nicht mehr streitet, nicht mehr sündigt. Diese Reinigung müssen wir an uns vollziehen lassen, weil Gott lädt uns ein, durch den Erlöser wieder zum Vater zurückzukommen in diese Gemeinschaft. Deswegen ist er auch gekommen, weil wir waren hoffnungslos verloren, wir waren tot für Gott aufgrund der Sünde und verloren. Aber Gott ist gekommen, das Verlorene zu suchen, um es zu finden, um wieder zurückzuholen. Durch die ganze Erlösung und durch die Sakramente holt er uns heim. In sich hinein, zieht uns in sich hinein, vergöttlicht uns und lässt uns Anteil haben am göttlichen Leben, so dass wir Jesus ähnlich werden und dann als Sohn und Tochter im Sohn oben leben dürfen, im Himmel, also in der Gemeinschaft der Liebe, in der Gemeinschaft der Heiligen. Da gehört aber dazu, dass wir auf den Vater hören, so wie der erste Sohn alles angenommen hat, von Ewigkeit her, was vom Vater kommt. Er hat alle Worte vom Vater in sich aufgenommen. Deswegen kann er der sein, der vom Vater gesendet wird. Geh du zu ihnen. Weil wenn du gehst und sprichst, dann hören sie mich. So ist er der Repräsentant des Vaters, indem er ja sagt, wenn er mich seht, seht ihr den Vater. Wenn er mich hört, hört ihr den Vater. In allem ist es so, dass er der Repräsentant, und zwar 1:1, da ist kein Unterschied. Glaubt er nicht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Und der Mensch kann aus sich nicht gerettet werden, weil er kann das gar nicht leisten. Und jetzt hört er mal die Frage an, was dieser Jüngling, was dieser Mann sagt zu Jesus. Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Braucht es da noch einen Erlöser? Die Frage schon. Was muss ich Gutes tun? Also es kommt auf meine Leistung an. Was muss ich Gutes tun, um damit ich das ewige Leben gewinne? Merkt ihr? Das ist ein großes Problem. Genau das ist das Entscheidende, wo es drauf ankommt. Da brauche ich keinen Erlöser. Das ist das pharisäische Denken, das sagt, ich bringe dir eine Leistung und du musst mich in den Himmel bringen. Aber nur aufgrund meiner Leistung. Braucht es da noch einen Erlöser? Dann bist du dir selbst Erlöser, weil du bringst deine Leistung. Und aufgrund dieser Leistung kommst du in den Himmel. So meinen es viele. Habe selbst schon Ältere getroffen, wo ich ins Altersheim gekommen bin. Dann haben sie gesagt zu mir, Herr Kaplan, habe ich wohl genug getan, dass ich in den Himmel komme? Genau das Gleiche. Eine Angst,
dass sie zu wenig getan hat. Ich glaube, so ist der Mensch, wenn er meint, selbst durch Leistung hineinzukommen und Gott noch das anzubieten, dass er hineinkommt. Genau das pharisäische Denken, die Machermentalität des Menschen. Was muss ich machen? Was muss ich Gutes tun? Was muss ich machen? Im Reich Gottes ist es ein totales Umdenken. Was musst du an dir geschehen lassen vom Erlöser, damit du in den Himmel kommst? So, was muss Gott Gutes an dir tun, damit du hochkommst? Was musst du an Erlösung an dir geschehen lassen, weil du selbst nicht kannst? Dann fällt mal alles ab, was Leistungsfrömmigkeit ist, letztlich. Weil wenn das mal klar ist, dass nur Jesus uns in den Himmel bringt, dass wir gar nichts dazu tun, dass es reines Geschenk ist, da kommt eine Riesenfreude auf. Nämlich das, was ich dann tue an Leistung im geistlichen Leben, ist nicht mehr, dass ich in den Himmel komme, sondern ein Ausdruck der Dankbarkeit, dass Gott mir die Erlösung durch seine Sakramente geschenkt hat. Und zwar auf Golgotha. Es ist vollbracht und niemand anders kann es vollbringen wie nur er, und das kannst du dir nur schenken lassen durch die Sakramente. Was könntest du ihm leisten? Ist ja eh immer alles irgendwie durchsetzt durch Unvollkommenheit, Sündhaftigkeit, Armseligkeit und, wie dann die Heiligen sagen auf dem Sterbebett, die Theresia von Avila, ich bin nur Sünde. Also, ja, die ist doch so heilig, die war ekstatisch und alles Mögliche. Die hat so gut gelebt und hat viele Klöster noch gegründet. Und sie sagt es, wie sie ist. Und das ist die Wahrheit. Ich bin nur Sünder. Aber das ist die frohe Botschaft, dass er diese Sünder angenommen hat und die Sühne für alle Sünden ist im Menschen. Und das ist alleine der Erlöser. Da musst du sehr aufpassen, dass dieser alte Pharisäer, der alles selbst machen will, der dich sich selbst erlösen will, abstirbt. Und zwar 100%. Das geht bis zum letzten Tag. Bis zum letzten Tag geht das. Und hier haben wir Reinrassigkeit auch vom israelitischen Volk. Was muss ich Gutes tun? Dann ist das Gesetz, ich beobachte das Gesetz, ich tue das, den Zehnten geben, das. Jetzt habe ich so viel Gutes getan, lieber Gott, schau diesen tollen Hecht an, schau diese Leistung an, jetzt musst du mich in den Himmel nehmen, weil ich so gut bin. Und Gott gibt jetzt eine Antwort. Hört mal genau hin, dass er es versteht. Nur einer, was fragst du mich nach dem Guten? Scheinbar, jetzt spricht er, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jetzt wartet eigentlich dieser junge Mensch drauf, jetzt kommt eine Litanei. Das musst du tun, das musst du tun. Und dann bist du würdig. Falsch. Genau das macht Jesus nicht. Was fragst du mich nach dem Guten? Und jetzt kommt er auf einen, indem er sagt, nur einer ist der Gute und der macht die vielen Unguten gut. Der Gerechte macht die vielen Ungerechten gerecht. Nicht du machst dich als Ungerechter durch gerechte Taten gerecht. Nein, der Gerechte macht die vielen Ungerechten gerecht. Der Sündenlose macht die vielen Sünder durch die Tat auf Golgotha wieder rein. Er berührt sie und schenkt ihnen diese Gnade. Versteht ihr? Das ist ganz entscheidend. Das, was wir dann tun im geistlichen Leben, ist nicht mehr für dich selbst, sondern dass der Herr es auch den anderen tun, dass sie sich öffnen und genau dieses Geschenk an sich geschehen lassen. Merkt ihr diese frohe Botschaft? Da kommt eine Freude. Deswegen kann der schlimmste Sünder kommen und wenn er bereut, kriegt er alles vergeben. Jeder ist da eingeladen. Es gibt für jeden noch eine Lösung, weil der Erlöser für alle das getan hat. Das müssen wir immer wieder und immer wieder einschärfen. Dann lebst du aus der Freude, nicht, dass du eine Leistung Gott bringst und denkst dann, jetzt müsst ihr mich doch in den Himmel nehmen,
sondern das, was du bringst im geistlichen Leben, ist nur ein Ausdruck, dass auch andere das annehmen, was ich Großes annehmen durfte. Die Erlösung für mich. Und die steht bis zum letzten Tag bereit in deinem Leben durch die Sakramente, dass du hineinkommst. Und da kannst du gar nichts dazu tun. Ich drücke mal so, du musst was dazu tun. Dass du hingehst zum Erlöser, dass du dich den Sakramenten auslieferst, das ist die frohe Botschaft. Manche haben gesagt, ja, das ist mir zu billig. Wenn es so einfach wäre. Versteht ihr? Vielleicht ein kleines Gleichnis. Auf einer Lichtung im Urwald, das ist eine wunderbare Geschichte, eine Lichtung im Urwald, haben sich alle Vertreter der Religionen versammelt. Mitten im Urwald. Von der Lichtung, da kam die Hindu-Gottheit und sagte dann zu denen, die haben dann ein Schwert gehabt, ein Buschmesser, hier geht's lang, da geht's zum ewigen Leben. Du musst den Weg freischlagen, selber. Und sie schlugen und schlugen und irgendwann war es natürlich vorbei, gell, mit den Kräften. Dann kam der Buddha und sagte, wieder mit einem tollen Buschmesser, und sagte, hier geht's lang, der Weg ins ewige Leben. Du musst aber selbst den Weg freischlagen. Und sie schlugen wieder und sie waren natürlich mit ihren Kräften irgendwann zu Ende. Und dann kam Jesus. Dann sagte er, weißt du, wenn ich euch so anschaue, nichts los, keine Muskeln, keine Muckis, wisst ihr was? Ich schlage den Weg für euch frei. Und dann sagten sie schon, ja, was muss ich dann machen? Ja, ihr folgt hinter mir her. Ja, und Jesus ging natürlich dran, der Starke, der alle Macht hat, und schlug den Weg frei in einer Macht. Ja? Und da hinten sind ein paar halt nach hinten ihm nachgefolgt. Und dann ist ihnen halt ein bisschen langweilig geworden. Da wollten sie schon rechts und links ihn überholen, haben sich mir natürlich verstrickt in Dornen und allem Möglichen. Und da haben sie wieder geschrien, Jesus, rette uns, wir kommen nicht, wir kommen nicht heraus, wir hängen. Und dann sagte Jesus zu ihnen, habe ich dir nicht gesagt, dass du mir nachfolgen sollst? Ich schlag den Weg frei. Du kannst es nicht, bist viel zu schwach. Ja, das ist zu langweilig. Ich will ja auch was tun. Und Jesus sagte, stimmt. Weißt du was? Jetzt gehst du auf die Lichtung, nämlich es kommen alle dorthin und sage ihnen, ich habe den Weg freigeschlagen für euch und du sagst, wo es lang geht. Und du führst sie hin, dass sie mir nachfolgen, aber ich habe für dich den Weg freigeschlagen. Du kannst es selbst nicht tun. Mach du das? Und das ist deine Aufgabe. Er hat alleine den Weg freigeschlagen für uns alle. Er ist deswegen der Gute. Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Jetzt führt er ihn dorthin auf die Gebote. Und jetzt ist ganz interessant, was Jesus sagt. Er zählt selbst die Gebote auf. Dort heißt es, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Okay, wenn du genau hinhörst, merkst du, er hat was vergessen oder extra aufgespart? Hat das nicht genannt. Was ist das? Das erste Gebot. Liebe deinen Gott aus deinem ganzen Herzen, mit all deinem Denken, mit all deinen Kräften. Das spart er aus. Weil dieser Junge berufen ist zum Höhenweg der Liebe. Er will ihn locken. Er will ihn hineinführen in diesen Weg der Liebe. In diese Gemeinschaft mit ihm. Weil er diese Berufung in ihm sieht, weil er ihn lieb hat.
ist auch bei den anderen Evangelien, dann steht, weil er ihn lieb hat, er schaut ihn an, er sah diese Berufung und die spart er auf. Und da sagt er jetzt, was er zu tun hat. Indem wir wahre Jünger sein können, die ihm nachfolgen. Die ihm nachfolgen wie in dieser Geschichte. Sie folgen ihm nach. Und nehmen alle mit und sagen, hey, Jesus hat auch für dich den Weg freigeschlagen. Du musst ihn nicht selbst freischlagen durch Selbsterlösung, dass du den Weg nach Gott selber findest. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Er hat den Weg freigemacht. Und dann verstehen wir es. Der junge Mann erwiderte ihm, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Er spürt ganz genau, da ist noch was im Herzen. Er hat etwas, eine Unruhe, ganz Gott zu gehören. Das sind die Priester, das sind die Ordensschwestern, das sind auch jene, die ins zölibatäre Leben hineingerufen sind. Sie spüren eine Unruhe nach Gott. Es ist etwas, was noch tiefer ist. Was ist das? Liebe deinen Gott aus deinem ganzen Herzen. Ganz Gott zu gehören. Nur für ihn da zu sein. Für sein Reich. Für seine Belange. Das Evangelium zu verkünden. Allen zu sagen, auch der Weg ist für dich frei. Das Evangelium an die Grenzen der Erde zu verkünden. Diese Menschen sucht er. Aber das geht nur, indem er sie ganz in seine Liebe hineinzieht. Und dass sie genau das erste Gebot so lernen. Jetzt kommt's. Wenn du vollkommen sein willst, also der Höheweg der Liebe, vollkommen. Weil vollkommen ist nur die Liebe. Und zwar die Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Aber die spart er aus, die Gottesliebe. Da will er ihn jetzt an sich ziehen. Ganz tief in diese Gemeinschaft mit ihm. Wenn du vollkommen willst, geh. Und das ist das Erste, verkaufe deine ganzen Besitzung, gib das Geld den Armen. Alles weg. Alles weg. Darf nichts im Weg stehen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Also nicht Schätze hier auf Erden, sondern einen bleibenden Schatz im Himmel. Und dann kommt's. Dann komm und folge mir nach. Wen findet er dann? Wen darf er dann kennenlernen? Ihn, der die Liebe ist. Das ist Vollkommenheit. Ihn, der alles gemacht hat für uns. Der ganz Gute. Der ganz voll der Liebe ist. Der die Liebe in Person ist. Und der uns die Liebe des Vaters gezeigt hat. Da merkt ihr, wie er den Menschen an sich zieht. Und wie er die Berufenen auch zieht. Eines fehlt dir noch. Die Unruhe im Herzen. Es kommt noch was. Es ist noch was. Gott will noch mehr. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da zieht dann die Welt mehr, wie das, was der größte Schatz ist, das du bekommen würdest. Wenn du alles dran gibst, wenn du alles dran gibst, was Welt ist, um nur ihm nachzufolgen. Das ist das Entscheidende. Merkt ihr? Und so Arbeiter will er im Weinberg Gottes, die dann verkünden, auch für dich ist er gestorben, er hat den Weg freigeschlagen. Dass diese Liebe des Herrn verkündet wird, überall hin, die das Evangelium verkündet wird, die frohe Botschaft, die Wahrheit. Er braucht Mitarbeiter, aber nicht Mitarbeiter, die meinen, ich bin so gut. Ich habe alles selber gemacht. Nein, sie müssen sich zuerst einmal erlösen lassen von ihm und ihn annehmen. Und dann in die Gemeinschaft mit ihm gehen und ihm nachfolgen, auch sogar alles dran geben. Sogar alles, was sie besitzen, dran geben. Um ihm allein zu dienen. Sein ganz tiefes Evangelium. Für junge Menschen ganz wichtig, wenn sie sich nicht entscheiden können, wo sind sie hinberufen. Der Herr führt in den Höhenweg der Liebe. Komm, folge mir nach. Komm, lerne in mir die Liebe kennen.
Lass dich von der Liebe erobern. Willst du mich? Willst du mich ganz? Liebst du mich aus ganzem Herzen, mit all deinem Denken, mit all deinen Kräften? Liebst du mich? Kommst du? Der Ruf der Liebe des Herrn. Er hat das Recht auf die Menschen, weil die Menschen ihm gehören, nicht den Eltern. Ihm, die Seele gehört ihm. Und er ruft die Menschen auf den Höhenweg der Liebe, ihm nachzufolgen, was kennenzulernen? Die Liebe. Bei ihm zu sein, Gemeinschaft, Nähe, ihn kennenzulernen. Und dann selbst ein Jünger zu sein, ein Menschenfischer zu sein, dass er alle fischt, was er gemacht hat. Das ist nicht großartig. So ein schönes, wunderbares Evangelium, wo du jeden Satz abklopfen musst, um in den tieferen Sinn hineinzukommen, was wie der Herr so feinfühlig und pädagogisch vorgeht und den Menschen an sich zieht, die jungen Berufenen an sich zieht. Das ist so schön. Eines fehlt dir noch, um vollkommen zu sein. Die Liebe zum Herrn. Amen.